Nachdem die Kotflügel und die inneren Radläufe jetzt angepasst und modelliert sind, werde ich mich jetzt weiter begeben, und zwar hier den Radlauf zu machen und den Schweller. Mit dem Schweller habe ich ja schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Da verlinke ich euch hier oben einfach mal ein Video oder da. Da habe ich das meinem Kollegen gemacht. Das sieht auch richtig, richtig sauber aus. Vielleicht füge ich euch hier sogar noch mal ein paar Bilder ein, denn in dem Video ist das Ganze noch nicht gespachtelt und noch nicht lackiert. Das ist jetzt aber schon der Fall und es sieht richtig, richtig gut aus. Und solch ein Ergebnis möchte ich hier auch gerne erzielen. Deswegen begeben wir uns jetzt als allererstes mal an den Schweller und den Radlauf. Ich muss zugeben, es kostet viel, viel mehr Zeit, als ich gedacht hätte. Aber einfach auch wahrscheinlich, weil ich nicht so routiniert bin und ich auch jedes Mal fünfmal überlege, ob ich schneide oder nicht schneide und wie ich schneide und wann ich schneide. Jetzt ist es so, ihr seht es, der innere Schweller ist jetzt komplett drin. Der ist da bombenfest drin, sitzt sehr gut drin. Den äußeren Schweller habe ich ebenfalls schon zugeschnitten. Das heißt, der sollte auch im Endeffekt sehr gut passen. So sitzt er dann da nachher drin. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich hier den Radlauf noch drin gelassen, weil ich immer mir Punkte gesucht habe, woran ich mich noch orientieren kann. Natürlich kommt das nachher auch neu. Das heißt, hier dieser Teil kommt auch noch raus. Allerdings mache ich das Stück für Stück, einfach um mich da so ein bisschen ranzutasten. Ich denke mal so, dass die Pros, die würden das einfach abreißen, wegzimmern und das neue Teil hinbauen. Nur ich möchte halt auch, dass das alles nachher vernünftig wieder sitzt, dass sich natürlich die Tür, auch das Spaltmaß wieder stimmt. Und aus dem Grund mache ich es ganz ruhig, Stück für Stück. Deswegen dauert es immer ein bisschen länger. Allerdings hat das schon sehr, sehr gut funktioniert. Hier habe ich jetzt wirklich den kompletten inneren Schweller benutzt als Reparaturblech. Und hier ebenfalls bei dem äußeren werde ich den kompletten Schweller benutzen. Allerdings hat der Radlauf hier vorne noch ein Teil Schweller mit dran. Das heißt, ich kann jetzt den äußeren Schweller anbringen und kann mir dann wieder sozusagen anhand des unteren Schwellers hier, den ich hier in der Hand habe, nachher wieder das Maß suchen und kann somit dann den Radlauf anbringen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle, aber ich denke schon. Also hier hat es jetzt zumindest schon mal alles gut funktioniert. Und dann ist das natürlich die erste Seite. Die zweite Seite kommt ja erst noch. Auch das Blech hier im Einstieg habe ich komplett erneuert, weil das auch schon ziemlich rostig war. Also was heißt komplett? Ich habe natürlich nur das Teil hier oben erneuert, zum Schweller hin, weil das auch schon ziemlich rot war. Ja, ich denke, ich bin sehr, sehr zufrieden, bin echt happy, dass das gut funktioniert. Und jetzt wollen wir den äußeren Schweller mal festbraten. Ach so, ganz wichtiger Punkt natürlich, bevor wir das Ganze jetzt festbraten, werde ich von innen jetzt wieder Rostschutz auftragen. Das heißt, ich werde einen Brantokorux aufsprühen, werde das Ganze ein bisschen durchtrocknen lassen und dann packe ich natürlich erst den äußeren Schweller drauf, damit ihr innen drin auch so gut wie möglich versiegelt. Nachher, wenn ich mit dem Schweißen und so durch bin, dann kommt natürlich nochmal Hohlraumversiegelung durch die vorhandenen Öffnungen. Also das sind keine Öffnungen, die hier aus Spaß sind, sondern da kann man dann nachher nochmal Hohlraumversiegelung von innen reinsprühen, wenn alles zu ist.
bin so dumm. Es hätte so gut sein können. Es hätte so gut sein können, das Schweißen. Ah, oh, falsche Seite abgeschliffen, ey. Heute ist ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Ich kann sagen, dass die Front durchgeschweißt ist. Natürlich muss noch alles konserviert werden, das machen wir jetzt auch. Natürlich muss noch alles mit Sikaflex abgedichtet werden und. Aber ich kann sagen, die Schweißarbeiten ab der Säule vorne sind alle fertig. Richtig geil. Jetzt nochmal zur Wiederholung. Falls nicht ganz so richtig aufgefallen ist, ich habe den äußeren Schweller neu gemacht, ich habe den inneren Schweller neu gemacht, ich habe den Radlauf neu gemacht, ich habe den inneren Radlauf neu gemacht. Also dann natürlich den inneren Radlauf noch von vorne, vom Kotflügel, und der Kotflügel selber ist neu. Also ich glaube, hier werde ich wieder eine Zeit lang auf jeden Fall Ruhe haben, jetzt vernünftig konservieren, das heißt Hohlraumversiegelung reinpacken, ordentliche Grundierung benutzt, die auch einen Rostschutz gewährleistet, und dann sollten wir hier echt für eine Weile wieder Ruhe haben. Und ich bin echt mega stolz, dass das alles so gut funktioniert hat. Die Türen passen, die Spaltmaße passen, und jetzt heißt es einfach nur noch alles schick machen. Natürlich geht es dann in den Heckbereich, aber das werdet ihr definitiv im nächsten Video dann erst sehen. Und natürlich habe ich nicht nur eine Seite fertig, sondern die andere Seite, also die Beifahrerseite, ist ebenfalls fertig. Da ich bei den Schweißarbeiten nicht so viel geredet habe, werde ich euch jetzt ganz kurz nochmal erläutern, wie ich versucht habe, das immer alles umzusetzen. Ich habe versucht, immer möglichst nur so wenig wegzuschneiden, dass ich auf jeden Fall noch Anhaltspunkte habe, wo die Teile überhaupt genau hingehören. Das könnt ihr natürlich auch machen, indem ihr immer wieder die Tür einsetzt und guckt, ob das alles passt. So war es mir aber am liebsten. Das heißt, ich habe mit dem inneren Schweller angefangen, habe dann den äußeren Schweller gemacht, habe dann erst den Radlauf gemacht und habe mir so nach und nach das Teil wieder nachgebildet. Wichtig vielleicht für den vorderen Radlauf oder beziehungsweise für den Radlauf hier zu sagen ist, dass ich hier erst das äußere Teil eingesetzt habe und dann den inneren Radlauf gemacht habe. Warum habe ich das gemacht? Einfach damit ich nicht mit dem inneren Radlauf plötzlich zu weit rauskomme und den äußeren Radlauf dann nicht mehr vernünftig hier drauf kriege. Das heißt, ich habe den äußeren Radlauf gemacht, richtig schön angeschweißt. Hier habt ihr ja auf jeden Fall den Anhaltspunkt an der Falz, wo ihr das Ganze verschweißt. Und dann könnt ihr das natürlich alles nochmal überprüfen mit der Tür. Die haben wir auch immer mal wieder eingehängt, so dass wir gucken konnten, ob das Ganze passt. Da habe ich immer nur ein, zwei Punkte gesetzt und so bin ich dann einfach vorgegangen. Im nächsten Schritt bin ich an den inneren Radlauf gegangen, das heißt hier dieses Blech. Das habe ich mir dann einfach eingelegt, so dass es richtig vernünftig passt, und habe so von hier innen das Blech sehen können, habe mir das genau angezeichnet, habe es geschnitten und habe es so dann auch auf Stoß verschweißen können. Das heißt, alles, was möglich war, hier auf Stoß zu verschweißen, habe ich auf Stoß verschweißt. Natürlich hier bei den ganzen Falzen habe ich es, wie es original auch ist, überlappend geschweißt. Und ich denke, so sollte das definitiv jetzt richtig gut halten. Ich habe mich übrigens auch viel in das Thema Schweißen und natürlich Karosseriebau eingelesen. Klar, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Karosseriebauer bin. Ich mache das alles so, wie ich es am besten kann. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass ich viel recherchiert habe, viel geschaut habe, was am besten ist, wie es am besten ist, wie es am besten ist zu schweißen. Und habe auch nochmal Kontakt mit einem Karosseriebauer aufgenommen. Der hat mich da auch noch so ein bisschen unterstützt. Also, auf geht's, alles konservieren, fertig machen, lackieren. Und dann sollten wir in den Hinterbereich gehen.
jetzt ist alles einmal grob vor Rost geschützt. Das hat einfach den Hintergrund, weil ihr seht, ich schraube hier immer im Freien, was mich auch langsam echt nervt. Vielleicht, wenn irgendjemand von euch eine Möglichkeit hat für mich an Stellplatz, irgendwo, vielleicht eine Halle, irgendeine Werkstatt oder irgendwas, wo ich ein bisschen schrauben kann, wo ich mehr solche großen Projekte umsetzen kann, dann meldet euch gerne bei mir, entweder in den Kommentaren, per E-Mail, per Instagram, ganz egal. Schreibt mir gerne, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da mal was zustande kommen würde, weil dann kann man solche Projekte einfach noch geiler und zeitintensiver umsetzen. Aber jetzt zurück zu dem Projekt hier. Ich habe alles jetzt einmal mit 2K-Grundierungen grundiert. Einfach aus dem Grund, damit das jetzt erstmal hier im Freien nicht wieder anfängt irgendwo zu rosten, dass hier kein Flugrost entsteht und so weiter und so fort. Ich habe die ganzen Radhäuser mit Unterbodenschutz, also mit einem richtigen Spachtelunterbodenschutz bearbeitet. Einfach aus dem Grund, damit er vor Steinschlägen richtig geschützt ist, so wie es ja sonst standardmäßig auch in den Radhäusern ist. Das Blech war ja jetzt ganz komplett blank. Dann werde ich, wenn die Lackierung wirklich komplett fertig ist, alles nochmal mit schwarzem Steinschlagschutz übersprühen. Einfach aus dem Grund, damit dieser Lacknebel, der hier entsteht, wenn ich in dem Bereich lackiere zum Beispiel, damit der im Radhaus nicht mehr so zu sehen ist. Ich finde, das sollte zumindest optisch auch ein bisschen was hermachen. Dadurch möchte ich auch gerne, dass das Radhaus nachher schön aussieht und dass das Gesamtergebnis natürlich schön aussieht. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind hiermit fertig mit dem vorderen Bereich zumindest. In den nächsten Videos werdet ihr sehen, was hinten auf uns wartet. Vielleicht hat der ein oder andere schon ein bisschen was erkannt. Hinten an der Seite könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten werde ich mich jetzt weiter um das Projekt hier kümmern. Ihr gebt dem Video schön einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!